Das ist die Druckerei, Zeitung. Guten Tag. Hallo, how are you? Fine. Are you bringing me some news for tomorrow's paper? Yes, from Germany. We are a German group. I have information for you. Hier der Friseursalon. Old Wichita. The salon and the hotel. Und was macht ihr im Salon? Ja, geschlossen. Ist besser so. Und jetzt betrete ich das Marshalls Office. Hier hat der Marshall seinen Bereich. Und jetzt betrete ich das größte Handelsgeschäft am Ort, the General Merchandise. Hallo, Mrs. Olsen. Music Store. Old Cowdown Town im Überblick. Schauen wir, welche Möbel in Wichita hergestellt werden. Hallo, anybody here? Sehr schöne Möbel. Das ist das allererste Haus in Wichita, erbaut 1868, und von da aus hat sich das gesamte Dorf dann entwickelt. Hier die Kirche und der Ortseingang. Und hier ein etwas höher gestelltes Wohnhaus. Die Halle des Turnvereins. Hier wurde Sport gemacht. Und es gibt nicht nur eine Kirche hier, sondern auch ein Freimaurer-Office. Da sind wir gespannt, was hier drin ist. Schon damals im Wilden Westen. Zwölf Uhr mittags, High Noon. High Noon. Schulraum und Kirche in einem. Ein Western Restaurant. Und hier fährt nun tatsächlich ein Zug nach Dodge City. Der erste Zug, den wir bisher gesehen haben in der Berlin.
Michael, was sagst du, was mit dem Zug hier ist? Der wird jetzt überfallen von den Banditen, von den Indianern. Dodge City, that's the train. Oh, er macht sogar Musik. Das ist die Custerstraße, wo General Custers Heim steht. General Custers Haus in Fort Dodge. Das Boot Hill Museum in Dodge City. Ich bin hier auf unserer USA-Studienreise in Dodge City mit Schwester Susanne Erich. Sie hat ein E-Mail, das heißt Master Lady. Wir sind jetzt hier mit Gästen und ich frage mich jetzt, was hat dich denn motiviert, diese E-Mail-Adresse zu wählen? Was gefällt dir so am besten an den ganzen Dingen? Ja, ich bin großer Western-Fan und mir gefällt daran, dass dort noch in den alten Western-Filmen ein klares Rollenbild ist von Mann und Frau und viel Christliches darin ist und auch in unsere kleine Farm vor allem. Und die klassischen Western, die mag ich auch sehr, von denen ist die glorreichen Sieben mein Lieblings-Western-Film. Und ich finde dieses Museum sehr gut, alles ist gut veranschaulicht und weil ich eben Western so mag und den ganzen Lifestyle, habe ich meine E-Mail-Adresse da genannt. Hier ist ein Salon. Und hier ist Inside. Hallo, hier befinden wir uns im Raum für die Gewehre. Hier sind ganz viele Modelle der berühmten Winchester-Büchse, bekannt aus dem Film Winchester 73. Und hier sind noch andere Büchsen zu sehen von den verschiedenen Männern. Hier befinden wir uns im Zeitungsbüro. Dort wurde die örtliche Zeitung gemacht. Mit Druckerpresse. Hallo, hier befinden wir uns vor dem Schuhgeschäft. Und der Hersteller der Schuhe ist aus Deutschland ausgewandert nach Amerika, um dort gute deutsche Schuhe herzustellen. Hier ist die Erklärung dafür, warum die Menschen auf den Fotos damals so ernst geschaut haben, weil das Fotografieren nämlich viel länger gedauert hat als heutzutage und so lange kann man nicht lächeln. Ein klassisches Fotostudio aus dem Wilden Westen. Ja, wir sind hier in Dodge City. Ich hatte gerade einen kleinen Unfall, mein Arm ist angebrochen und vor dem uns vor dem Haus von General Custer. Mit Gottes Hilfe wird es auch heilen. Bete, bete dafür. Und ich bin hier mit meinem Freund und Zimmerkollegen bei der USA-Studienreise. David ist geboren in Deutschland. Wir kennen uns in Laufdorf und habe ihn eben getroffen in Amerika. Erzähl mal, wie du nach Amerika kamst und was du hier machst. Genau. Ja, also ich bin seit 2009 hier in den USA und ich hatte die Green Card Lotterie gewonnen und bin dann einfach drauf los. Ich kannte hier niemanden. Bin dann in Grace Community Church in Los Angeles gelandet bei John MacArthur und habe dann angefangen zu arbeiten und leite jetzt die Facilities Abteilung mit. Also wir kümmern uns um die ganzen Gebäude, alle Gemeindeaktivitäten und sowas. Und das viel bei uns los. Danke, Bruder. War schön, dich mal wieder gesehen zu haben. Wir sind hier in Dodge City im Wilden Westen. Ich hatte auch einen kleinen Accident hier, einen Sturz vor General Custers Haus. Und wir sind hier mit einer Gruppe, unter anderem hat sich herausgestellt, dass darunter die Miss Germany vom Jahr 2002 ist. Dr. Claudia Grohmann, inzwischen Zahnärztin. Und erzähl doch so ein bisschen aus deinem Leben, wie du das alles erlebt hast, auch wie du zum Glauben gekommen bist. Also 2002, als die Himmelswahl stattgefunden hat, da war ich noch nicht bekehrt. Da hatte ich ein sehr weltliches Leben. Da habe ich damals Zahnmedizin studiert und war so ein bisschen auf den weltlichen Werten wie Erfolg. Und ja, das ist der Traum von jedem Mädchen, vielleicht mal einen Schönheitswettbewerb zu gewinnen. Und da waren mir ganz andere Dinge wichtig als heute. Und ja, dann habe ich studiert, habe dann auch meinen Doktortitel gemacht, wie gesagt. Alles so weltliche Werte.
Und bekehrt habe ich mich dann erst einige Jahre später, erst vor 8 Jahren. Und zwar kam das dadurch, dass meine Mama gestorben ist und ich mich dann auf die Suche begeben habe, was eigentlich der Sinn des Lebens ist und was eigentlich die Wahrheit ist. Und ich habe vorher schon an Gott geglaubt. Ich habe auch schon gebetet viele Jahre immer. Aber Jesus Christus hatte ich noch nicht angenommen. Und ja, mit dem Tod meiner Mutter war ich dann wirklich in einer schweren Depression in meinem Leben. Und dann waren alle weltlichen Werte auf einmal nichts mehr wert, nichts hat mehr getragen. Ja. Und dann habe ich mich eben auf die Suche begeben, was ist die Wahrheit? Und ja, dann bin ich letztlich dazu gekommen, dass Jesus Christus die Wahrheit ist und habe auch erkannt, dass ich ein Sünder bin und dass ich Jesus brauche und dass ich seinen Tod am Kreuz brauche, um meine Sünden eben zu vergeben. Ja, und dann habe ich mich zu Jesus bekehrt und jetzt freue ich mich sehr, mit der Gruppe hier zu sein. Eine große Freude für mich. Ja, und gefällt es dir in den USA? Ja, es ist wirklich sehr interessant und das Programm ist sehr abwechslungsreich. Kann ich nur jedem empfehlen, hier mit Luther Gassmann und Michael zusammen mal so eine Tour zu machen. Dann möchte ich dir weiterhin Gottes Reichen segnen, dass du weiter mit dem Herrn Jesus lebst und ihm dienst von ganzem Herzen. Liebe Freunde, wir sind hier in Dodge City und hier neben mir sitzt Jörg aus Deutschland. Das ist der einzige Amish in Deutschland, der mir bekannt ist. Und er ist auf unserer Reise nach USA mit dabei. Und wir haben sehr gute Gemeinschaft mit einer 17-köpfigen Gruppe. Und ich darf dich fragen, lieber Jörg, wie kommt es, dass du diesen Lebensstil gewählt hast? Was liegt dir da auf dem Herzen? Zum einen ist es ein Lebensstil, das auf der Bibel beruht und wir ganz explizit die Bibel fast wörtlich nehmen, ja, außer die Übertreibungen natürlich. Und wir lassen uns nicht von vorne fotografieren, weil wir sagen, das neigt zum Eitlen und wir sind ja im Bilde Gottes geschaffen und deswegen lehnen wir alle Sachen ab, die unsere Persönlichkeit besonders hervorheben. Ja, das ist sehr schön, die Demut und die Einfachheit, ja. Das kennzeichnet den Lebensstil. Genau. Auch bei den Liedern, kein große Band oder solche Dinge, sondern die Einfachheit im Gesang. Ja, das ist korrekt. Ganz wichtig, ja. Ja. Schön. Und unser Leben ist auch einfach geprägt. Wir versuchen, ohne technische Hilfsmittel auszukommen, im einfachen Lebensstil. Wir versuchen uns mit dem Land, das wir bewirtschaften, selber zu versorgen. Leben ohne moderne Technik und Kommunikation und leben auch überwiegend ohne Strom in unseren Wohnhäusern. Ja, schön. Und wie ist das so mit dem Praktizieren des Glaubens dann? In Deutschland ist es recht schwierig, eine Gemeinde zu finden, die ähnliche Anliegen oder Gefühle hat für uns. Ja? Ich versuche mich in eine Gemeinde einzubringen, die Grundprinzipien wenigstens wahrnimmt. Ja, aber es wäre schön, andere Menschen kennenzulernen, die in einer ähnlichen Art und Weise leben möchten. Darf man fragen, in welcher Region du in Deutschland wohnst? Ich lebe in Hessen und hier speziell im Vogelsbergkreis. Ja, liebe Zuschauer, wenn jemand Kontakt mit Jörg aufnehmen will, kann er gerne über mich das tun. Dann kann ich gerne die Adresse aber nur ganz ernsthaft Interessierten weitergeben. Der Herr segne dich weiterhin in deinem Weg mit dem Herrn Jesus. Ich danke dir dafür. Ja. Das ist Wyatt Earp. Er hat die Stadt Dodge City, was mal Sodom und Gomorra war, zu einer ordentlichen Stadt gemacht, in der auch Familien leben konnten. Wunderbar. Der Herr möge ihn segnen dafür. Liebe Zuschauer, ich bin hier mit Michael Hensel. Er ist ursprünglich Pastor und jetzt ist er unser Fahrer. Wie wird man vom Pfarrer zum Fahrer? Oh, ja, siehst du ja, wir sind in einer Kutsche hier. Brauche ich die Pferde und dann geht's los, ne? Ja. Und wie lange lebst du schon in Los Angeles und machst du übertragen USA Studienreise mit uns? Er übertreibt wieder so ein bisschen. Nee, gut 30 Jahre bin ich jetzt da. Ja. Ne? Und da kann man auch viele auch Christen treffen bei den Reisen oder nicht so oft? Ja, doch hier und da mal, ne? Wir hatten hier bei dieser Reise einen Amish dabei sogar, ne? Ja, aus Deutschland. Und auch einige andere, die eigentlich alle gläubig sind hier, gehe ich mal davon aus. Ja. Das ist sehr schön. Dann wünsche ich dir weiter Gottes Segen für deine Dienste und dass du auch wirklich das hast, immer wieder für Jesus zu zeugen, auch bei den Touren. Ich fahre sonst ja nicht Kutschen, ich fahre ja oder habe kleine Busse gefahren. Um die mich kennen, ein Hallo von dem Michael. Bye bye. Okay. Das Schöne an den Western ist, dass dort eben noch wirklich christliche Werte vertreten werden, die in der Bibel vorkommen. Und deswegen vermitteln die Western auch indirekt eine christliche Botschaft. Tumbleweeds. Heißen die nicht
Rose von Jericho oder so. Sie nicht auch? Ja, sowas gibt es auch. Hat da noch jemand Wasser für mich? Ja, aber der ist auch aus den Westernfilmen. Hier sind Rinderherden bei Dodge City. Jetzt hat uns in der Nacht in Garden City der Schnee eingeholt. Ich denke, Denver und die Rockies werden sehr weiß sein. Ein Schneesturm im Wilden Westen zwischen Garden City und Oakley, Buffalo Bill. Michaels Auto, einer der drei Vans, ist im Schneesturm in Kansas stecken geblieben. Wir beten, dass die Brüder, die nicht verletzt sind, ihn bewegen können. Was ist da passiert? Was machen wir? Das Auto war komplett aufgesessen auf Schnee. Also nicht nur die Reifen festgefroren, sondern die ganze untere Fläche auf Schnee aufgesessen. Jetzt haben sie mit den Balken den Schnee weggehoben, weggeschaufelt. Das war gar nicht einfach. Und jetzt hat der David eine Kette gefunden, irgendwo da in der Scheune. Mhm. Und jetzt schleppt das andere Auto wohl dieses mit der Kette ab. Gott sei Dank. Ich hoffe, es funktioniert. Ja, mein Report kurz. Jetzt bewegt sich's. Mit dem Schneesturm. Die Folge meines angebrochenen Schultergelenks kann ich leider nicht helfen. Und diese Leitungsmasten sehen ja überall aus wie Kreuze. Der Herr hat uns ja zwei Menschen geschickt, die geholfen haben, herauszuziehen. Für uns waren sie wie Engel. Jetzt sind wir nach dem Schneesturm im Buffalo Bill Center angekommen. Buffalo Bill lebt in Oakley. Oh, that looks funny. Wir sind hier in Oakley. Kennst du auch Buffalo Bill? Ja, wir sind hier im Buffalo Bill Culture Center. Buffalo Bill hatte die berühmte Wildwest-Show. Was kannst du uns noch dazu erzählen, Lothar? Ja, er hat sehr sich bemüht für den Frieden zwischen Indianern und weißen Siedlern und war ein Scout, der allerdings leider sehr viele Büffel erlegt hat und ein Freimaurer war. Aber ansonsten ist seine Wildwest-Show sehr bekannt geworden. Er war auch in Deutschland mit seiner Wildwest-Show. Ja, und die war sehr berühmt und er starb 1917, in der Zeit des Ersten Weltkrieges. Hat also sehr lange noch bis ins 20. Jahrhundert hineingewirkt. Als Filmproduzent hat er sich auch versucht, war aber nicht so erfolgreich damit. Und hier hinten kann man sehen. White out bei der Fahrt. Man sieht fast nichts mehr. Diese Schneestürme im Blizzard in Kansas. Einfach gewaltig. Wegen Unwetter müssen wir außerplanmäßig in eine Notunterkunft gehen. Die Autos sind vom Blizzard schon wieder eingeschneit. Und hier unsere Notunterkunft. Wir haben es nicht bis Denver geschafft, weil sämtliche Autobahnen wegen Blizzard und Unwetter gesperrt sind. Die Notunterkunft ist alles hier sehr schlecht isolierte Häuser, aber die Heizung funktioniert. Und es ist richtig Western-like. Ein schönes kleines Zimmer. Wenn es Gott schenkt, werden wir heute hier Andacht machen. Dann gibt es noch ein Bad, noch ein Zimmer und noch ein Zimmer sogar mit zwei Betten. Und immer noch pfeift der Wind. Nach dem Blizzard gestern begrüßt uns jetzt ein wunderschöner Morgen. Hast du gut geschlafen? Nochmal! Eine Schneeballschlacht im Wilden Westen. Ah, direkt auf die Kamera. Es tut mir leid. Ist jemand getroffen worden? Stefan! Michael im Schussfeld. Mitten im Westen. Wenn ich den Schnee hätte, dann würde ich euch mal zeigen, wie es geht. Für alle Klassen 2 Stunden. Schau
glaube aber, dass noch ein langer Güterzug hier fährt. 39 Meilen vor Denver. Jetzt sind wir in der riesigen Stadt Denver angekommen und fahren auf die Berge zu. Hinten die ganze Bergkulisse. Die Rocky Mountains bei Denver, Colorado. Wir fahren jetzt in die Bergkette hinein. Rocky Mountains direkt vor uns. Oder vor zwei Tagen habe ich mit jemandem gesprochen, die hatten gesagt, die hätten 20 cm Schnee in Denver. Da ist schon noch Winter einfach, es wird zu lang. Das ist doch irre, vor einer Stunde ist immer noch in der Prärie gefahren und jetzt hier in Denver. Ja. Hill in the Rockies. Jetzt sind wir am Aussichtspunkt beim Buffalo Bill Museum und Buffalo Bill Grab oberhalb von Denver in den Rocky Mountains. Bei guter Sicht könnte man jetzt hier hunderte Meilen sehen über die ganze Prärie, wo wir hergekommen sind. Rocky Mountains und hier unsere Gruppe. Hier ist Buffalo Bill Grab und Buffalo Bill Museum. Hier beim Buffalo Bill Museum ist auch ein Shop mit vielen Bildern. Hier sind wir direkt bei Buffalo Bills Grab. Im Eingang der Rocky Mountains in der Nähe von Denver. Hier sind wir in den Rocky Mountains. Buffalo Bill wollte hier begraben werden, weil er so beeindruckt war von diesem wunderschönen Blick. Und deswegen befindet sich hier auch sein Grab. Herzlich willkommen in den Rocky Mountains nahe von Denver. Wir sind hier am Grab von Buffalo Bill, denn er hat es sich gewünscht, hier bei dieser wunderschönen Aussicht begraben zu werden. Hier in den Rocky Mountains endet unsere wunderbare USA-Reise mit 17 Teilnehmern. Es war eine wunderbare Gruppe, wir hatten gute Gemeinschaft, viel geistlichen Segen und sind bewahrt worden auf allen Wegen, trotz einem kleinen Sturz und Blizzards gestern, aber der Herr hat uns bewahrt auf allen Wegen. Ihm sei alle Ehre.